Hallöchen und herzlich willkommen zu einem kleinen Gameplay von Ghost Recon Phantoms. Ich mit Penis. Marcel. Penis, genau. So heißt das Spiel eigentlich. Ghost Recon Penis. Penis. Ich bin heute hier mit Marcel von Games Planet EP. Hallo. Das hört sich so an, als ob ich von denen bin und da gibt's noch mehr. Ja, nicht? Ja, du bist so ein Schizo-Kanal. Ja, das auch, aber ich bin ja trotzdem alleine. Ach physisch. So. Ja, physisch ja. Aua. Hast du schon gesagt, was wir spielen? Ja, Ghost Recon Phantoms. Genau, ist ein Third-Person-Tactic-Shooter aus dem Hause Ubisoft. War früher bekannt als Ghost Recon Online. Und wurde jetzt... Lass mich nicht lügen. Das war die Beta? Und das Online ist jetzt das, war, glaube ich, die Beta, ja. Und das hier ist jetzt das Hauptspiel. Das ist das fertige Produkt. Ich spiele Sniper, beziehungsweise Reckon, wie das in diesem Spiel heißt. Oh, scheiße. Und Marcel ist tot und er spielt Assault. Das sind so die... Der, ja, was ist das? Sturmsoldat halt. Ja, die normalen Klassen im Grunde. Genau. Fuck. Für die Leute, die im Grunde nichts mit COD anfangen können oder mit Battlefield und Third Person haben wollen, die können das spielen. Das ist eigentlich dafür optimal. Ja. Gucken, ob das klappt. Hab ich den... Nein. Wahrscheinlich nicht. Aber da unten. Da unten ist auf jeden Fall einer. Ich weiß aber sonst nicht. Er war. Er war? Ja, er war. Sehr schön. Kurz zu meinem Setup von Waffen. Ich spiele mit der Sentinel SR3, wenn es interessiert. Aber sonst, Oh, fuck. Was denn? Oh, du bist da. Zwei Leute hier unten bei mir. Moment, ich komme. Da oben eh nix. Komm schon, Granate! Nein! Doch! Ja? Nein. Ja, ich habe ihn getroffen. Oh, toll. Sorry. Ich hab den Kill geklaut. Ja, sorry, nicht weinen, bitte. Boah, ich hab voll wenig Leben, ey. Ist das eigentlich, 20, ne? Ist das eigentlich essentiell, wenn ich in deiner Nähe bin, ob du ein Meer hast? Punktemäßig? Nee, ich weiß. Ich glaub, live. Oh. Oh Gott, danke! Ach, guck mal, auf Deutsch heißt das hier Abschüsse und nicht Kill, alles klar. Danke. Da steht einer, ja. Danke. Bitte. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht. Du meintest jetzt Punkte, ne? Nee, Live-Rack, meine ich. Ach so, ja, das kann natürlich sein. Ach, verdammt. Dann komm ich mich doch gleich mal zu dir kuscheln. Oh, wie. Also, ihr seht das ja jetzt auf beiden Kanälen, oder ihr könnt euch das auf beiden Kanälen angucken. Ihr seht hier einfach die Creme de la Creme der Shooter-Spieler. Ja, wir versuchen da so. Wir versuchen pseudotaktisch voranzugehen, aber. Aua. Ohne beide Reflexe wie eine Schlaftablette. Ein totes Opossum wäre schneller als ihr. Warum wäre? Oh, ich treffe den nicht. Aber er mich. So, okay, ich habe noch einen gekillt hier draußen. Ja, aber hier da hinten ist noch einer. Ja, da kann ich auch nichts mehr. Doch. Wo ist denn der? Auf. Schmeiß eine Granate, vielleicht. Ich bin tot. Ach, du bist nur ein Lutscher, ey. Kannst du einfach sterben, was soll denn das? Ich wurde gescannt, verdammt. Ach, die Runde ist jetzt eh vorbei. Ist vorbei? Nach 3,5 Minuten. Aber 3-2, ich meine, ich bin immer dann positiv. Das freut mich. Das ist auch schon mal was, nicht wahr? Nö. Schade. So, das war die erste Runde. Es gibt immer zwei. Ja, eine Hin- und eine Rückrunde. Genau, also man startet dann immer auf der entgegengesetzten Seite. Und ungefähr 3-4 Minuten dauert immer eine Runde. So. Je nachdem halt, wie lange man immer wieder zurückerobert. Naja, kommt auch immer von, was für eine Map das ist und was für ein Spielmodus. Genau. Und wir wollen das halt einfach mal so ein bisschen irgendwie aufnehmen. Keine Ahnung, ich habe gerade irgendwie Bock auf das Game gehabt und... Marcello. Guck mal, jetzt sind schon 30 Frames. Ja, ich auch. Ist ja nice. Schön flüssig. So muss es laufen, ne? Flüssig? Flüssig. Ich bin... Aber das könnte eher schon so ein bisschen... teilweise eine Sniper-Map sein, wa? Ich weiß, nee, eher weniger, weil hier echt viele Hindernisse sind. Ja, aber wenn du teilweise weit weg bist, dann kannst du relativ gut auf die Gegner gucken, finde ich. Da hinten ist einer mit seinem komischen Anzug, da kommt einer mit seinem komischen Schild. Der komische Schildtyp ist tot. Okay, sauber. Ich schieß irgendwo hin. Da ist nichts. Ich dachte, da wäre so ein... Da oben ist einer, da oben ist einer. Wo ist denn da oben? Da oben mit seiner Kuppel, da oben... Warte. Ah, okay, ja, ich sehe die Kuppel, okay. Ja, da kann ich jetzt alles gehen. Doch, warte mal, komm mal mit. Okay. Wow. I follow you! Sergeant! Was, ich bin ein Sergeant? Ja, anscheinend. Sergeant Sniperling.
Sergeant Sniperling, genau. So heiße ich. Ich bin Lieutenant, ich glaube ein Sergeant ist Sir. Wichser. What the fuck? Ich bin tot. Was, von wo? Von der Seite. Genau da, durchs Fenster. Wenn ich auf den Bildschirm zeige, bringt dir das nicht viel. Nein. Ich hab das in letzter Zeit voll oft, dass ich immer auf den Bildschirm zeigen will und dann merke, verdammt, was bringt da rein? Nix. Also nur bedingt halt. Ja, mir bringt's was. Problem ist, wenn die mich sehen, rennen die sofort runter. Bleib mal da, ich komme wieder zu dir. Oh, ey, der crouched. Was macht er denn? Du kleine Motherfucker. Ich wurde gescannt. Ja. LOL! Ich bin schon wieder tot, das gibt's doch nicht. Den habe ich gar nicht gesehen, der mich getötet hat. Die alte Nutte! Okay, hab eine Abschussvorlage immerhin noch gegeben. Das finde ich schon ein bisschen blöd, dass man nicht während man tot ist, irgendwie die Klasse wechseln kann, muss ich sagen. Immer noch, finde ich doof. Scheiß Wichser, du. Vielleicht sollte ich auch mal ab und zu meine Fähigkeit da einsetzen, ne? Ach, ey Leute, seid ihr alle blind? Da rennen zwei Leute an ihm vorbei. Oh Gott. Okay, einer von denen ist down. Ja, sauber. Fuck, nein. Oh, scheiße. Ich bin so blöd. Warum gehe ich nicht einfach nach hinten? Ich gehe genau bis ran, weißt du? Sehe nur noch so ein ganz kleines Stück durch das Loch. Und dann kommt der und anstatt nach hinten zu laufen, laufe ich einfach weiter nach vorne. Das ist doch geil, vor allem, wenn die einen Shotgun haben. Läuft. Sehr episch. Nee, ich muss sagen, also mir gefällt das Spiel mega. Also normalerweise bin ich kein Shooter-Typ, aber das, Das ist auf jeden Fall gut. Durch. Ach, scheiße. Oh Leute. Ah nein, fuck. Ich bin der Held des Tages. Du bist der Held der Arbeit, ey. Ja, danke. Das hört man gerne. Aber das Problem ist irgendwie, machen wir nicht wirklich was, weil wir brauchen ja den Punkt. Das ist ja das Entscheidende bei diesem Modus, weil wir spielen... Oh, ist einer runtergesprungen. Besetzung heißt der, ne? Besetzung. Ja. Genau. Also Besetzung spielen wir, das geht halt einfach darum, dass wir einen bestimmten Punkt übernehmen und den dann halt eine gewisse Zeit lang halten. Das weiß ich nicht. Da bin ich ein bisschen überfragt, möchte ich ganz ehrlich sagen. Ja, wow. Habe ich sogar getroffen. Ich habe nämlich ja sonst immer die englische Version gespielt und habe jetzt umgestellt. Auf Deutsch. Ich finde es auf Deutsch auch nicht schlecht. Also es gibt ja wirklich Spiele... Da kommt einer rein. Ist down? Ja. Sehr gut. Scheiße. Na, also ich bin down, ne? Achso, du bist... Ist der noch drin, ne? Ja, ja. Der steht da noch rum. Ja, dann zeigen wir heute doch direkt mal die Creme de la Creme direkt mit einer Niederlage. Aber manchmal sind wir auch ganz gut, muss man sagen. Also manchmal läuft's. Okay, der ist tot in dem Raum. Geteilte Infos habe ich. Geteilte Infos? Eine Aufgabe, ach so. Hä? Aha. Geteilte Infos, interessant. Was du so alles hast, habe ich ja nicht. Ist krass. Tja, Niederlage zweimal. Aber 8 Minuten. Kommen bestimmt auch bessere Sachen. Das wollen wir mal hoffen. Ich gehe davon aus. Ne gut, ich würde sagen, ich beende dann hier schon mal wieder die Aufnahme. Immer nur okay. So ein Ründchen. Bis zum nächsten Mal. Und haut rein, Leute. Tschüss.